Ja, hallo, der Michael hier von Mika News. Ich bin hier beim TSV Mariendorf 97, Abteilung RCK Racing, hier Osthofer Straße. Und wir werfen mal einen Blick auf den Verein und dessen Vereinsstrecke. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt kurz mit. Nach dem Intro geht's los. Ja, machen wir mal einen kurzen Rundgang um die Rennstrecke. Hier seht ihr mal einen Überblick. Da hinten ist die bekannte Karl-Schumann-Sporthalle, wo die BWS stattfindet. Hier, wie gesagt, die Rennstrecke. Wir haben hier den Kunstrasenbelag vom Fußballfeld. Der wurde hier zurechtgeschnitten, dort, wo nicht gefahren wird, als schöne Abgrenzung. Wurde festgeklebt, doppelseitigen Klebeband. Und hier in den Kurven sind nochmal Kürz gelegt worden, falls jemand abkürzt, dass er da ein bisschen drüber rumpelt. Dann hat man hier schön weiße Striche gemacht als zweite Abgrenzung, damit man das optisch nochmal schön abgrenzt voneinander, also vom Asphalt. Der Asphalt ist neu, wurde letztes Jahr hier neu asphaltiert hier. Ganz nagelneu. Fahrerstand ist geblieben. Da unten ist ein Container, da ist die Zeitnahme drin, der Imbiss drin. Dort, wenn ihr da hinten lang lauft, in der Sporthalle, dort ist WC. Ansonsten gibt es dort auch nochmal einen Imbiss, wenn hier offen ist. Hinten wird, wie gesagt, Fußball gespielt, Wochenende, auch in der Woche. Und ihr könnt auf der Strecke trainieren, eigentlich zu jeder Zeit, solange wie die Anlage hier offen ist. Dazu gibt es da hinten ein Tor. Wenn das offen ist, könnt ihr rein. Oder ihr fragt hier die Leute vom Verein, ob hier das Tor aufgeschlossen ist. Und zwar hier ist dann hier der Eingang. Wenn hier offen ist, dann könnt ihr auch da rein. Dort haben wir nochmal einen Container mit Druckluft. Könnt ihr eure Fahrzeuge ausblasen, kein Problem. Hier, wie gesagt, das ist der Belag von der von dem Fußballplatz, den man als Abgrenzung genutzt hat. Rennstrecke können wir hier einmal von unten verfolgen. Lange Gerade hat sich geändert zum letzten Jahr. Schnelle Linkskurve und dann geht es ins Infield rein. Aber ich würde sagen, das zeige ich euch von oben. Ich nehme euch jetzt mal mit auf dem Fahrerstand nach oben und rein in die Zeitnahme. So. Ja, und wenn wie jetzt ein Rennen ist, dann ist natürlich das Fahrerlager voll. Und hier ist genug Platz auch im Fahrerstand für die Fahrer. Ausblasen, ne? Gibt es hier eine schöne, gibt es hier einen Druckluftkompressor beim TSV, deswegen hier ziemlich laut. Und hier wird irgendwann mal noch das Fahrerlager entstehen, überdacht. So ist zumindest die Planung.
hier sind, werden die Zeiten angehangen. Da eben haben wir den Monitor gesehen, wo beim Rennen die Zeiten angezeigt werden. So, hier der Container von der anderen Seite. Da oben der Fahrerstand. Und da kommen die nächsten Fahrer auf die Strecke. Ja, hier wird alles gefahren, was so Tourenwagen ist, FWD, ja, Formel eigentlich auch, aber Formel im Moment kein Interesse da. Ist ja eine On-Road-Strecke und es wird ganz, ganz, ganz wichtig, nur Elektro gefahren. Kein Verbrenner, nur Elektro. So, das hier ist mal ein FWD, mal von einer anderen Perspektive. Hier die Tourenwagen, GTs. Und hier mal von hinten, also von der anderen Seite im Blick auf die Strecke, ihr seht, Platz für ein Fahrerlager ist genug vorhanden. Dann hier bei schönem Wetter, top. Ja, hier ist natürlich jetzt abgesperrt, dann müssen wir hier mal durch. So. Und hier, wie gesagt, als Abgrenzung der Kunstrasen. Ganz angenehm, kann nichts passieren, wenn man ein Auto drüber fährt. Und hier haben wir einen Blick von hier auf die Strecke. Und auf den Fahrerstand. Wie gesagt, genug Platz auf dem Fahrerstand vorhanden. Es ist noch nicht überdacht. Das wäre natürlich mal eine schöne Sache, gerade wenn es regnet. Wenn da noch oben ein Dach drauf wäre. Ein Fahrerlager soll übrigens noch entstehen. Ganz, ganz, ganz da hinten soll noch ein Fahrerlager entstehen. Mit der Zeit werden wir sehen, wann das passiert. Gibt es natürlich auch mal einen Bericht drüber, wenn das dann passiert ist. Von hinten. Hier langgezogene Kurve, absolut geil. Dann geht es hier ins Infield rein, auch schönes Layout. Wie gesagt, man hat hier ein sehr schönes Layout gewählt auf der Strecke. Bis eine Runde hier beendet ist. Jetzt kommen die Fahrzeuge hier wieder runtergerast. Und dann einmal wieder zurück. So, jetzt kommt er wieder. Strecke beendet. Und was soll ich sagen? Wie gesagt, wenn ihr trainieren wollt hier, fragt am besten den Verein, also den Vereinschef, wann gefahren werden kann, wann jemand hier vor Ort ist. Denn dann habt ihr auch Strom und ihr könnt halt laden mit dem Strom. Und ihr könnt natürlich eure Fahrzeuge ausblasen und gegebenenfalls ist vielleicht auch eine Zeitnahme vorhanden. Wenn hier niemand vor Ort ist, und das ist, kann durchaus passieren, weil die Strecke ist ja hier öfters mal offen, weil hier kann man öfters drauf, dann habt ihr zwar die Möglichkeit hier zu trainieren, aber ihr habt den Nachteil, ihr habt keinen Strom und ihr könnt eure Fahrzeuge nicht ausblasen. Also wenn ihr einfach mal hier so spontan hin wollt und keiner ist da, könnt ihr zwar trainieren, aber kein Strom ist vorhanden, also müsst ihr mit den vollen Akkus kommen. Wenn ihr wirklich Strom haben wollt und vielleicht auch die Zeitnahme nutzen wollt, dann muss dann jemand vor Ort sein und der muss natürlich auch die Zeitnahme bedienen können. Also am besten schaut auf die Facebook-Seite des Vereins mal und fragt die Leute, beziehungsweise schaut auf die Seite vom vom TSV und fragt, wann hier jemand. Ja, und dann könnt ihr hier auf dieser wunderschönen Strecke fahren. Oder ihr nutzt eines der Rennen, wie der Tamiya Cup, der hier demnächst ist. Die BTM-Läufe werden hier ausgetragen. Und es soll wohl auch RC Car Challenge Kleinserie hier gefahren werden. Also schaut euch mal auf die Seite des TSV um und fragt nach den Terminen. So, das war mein Rundgang hier beim TSV. Thank you.